Warte, ich verkaufe dann erstmal noch ein bisschen weiter zu Ende und dann gebe ich es dir gleich. Ich glaube, das ist aber nicht so richtig. Oh, Betäubung plus 100. Ich habe hier so ein Zauberschwert, da betäube ich gleich mit. Toll, jetzt habe ich hier so ein Schwert. Boah, das ist voll unnütz. Zeig uns die halt aus hier im Klasse. Erst steht da, das ist besser als meins, und das ist schlechter. Warte, ich gebe dir das jetzt mal. Eben, Onkel. Nee, ich bin nicht Lehrmeister. Okay. So, dann können wir weiter. Also bist schon wieder am Vorrennen. Ja, was soll ich machen? Die ganze Zeit da stehen bleiben und gucken? Ja, gucken, ob keiner guckt. Dann kann ja sein, dass einer guckt. Das wäre ja nicht gut. Ja, guck doch mal, der Teil für den Adler ist weg. Oder sind die anderen beiden meine Charaktere? Die anderen. Naja, wenn du dir schon sicher bist, das kann nicht Judith heißen. Siehste? 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 Da sind sie. Ich wusste. Okay. Was zum Plündern? Ach, ich bin ja noch solche Viecher. Sag mal, ich hab da jetzt irgendwas gehabt. Ich kann das noch nicht tun. Geht hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Fuck, fuck! Hilfe, Hilfe! Na, ihr kämpft ja schon! Tot. Bin Töter.
Lasst ihn jetzt langsam ab. Er lebt noch. Gewiss. Und er kommt wieder zu sich. Genau, das ist der. Geht es dir gut? Oh, was für eine ausgesprochen unangenehme Erfahrung. Ich werde in Zukunft Fliegen gegenüber mehr Mitleid zeigen. Genau. Erstmal überprüfen. Hier war eine mächtige Kraft am Werk und es ist offensichtlich, dass du ihr Ziel warst. Warum ist der Feind hinter dir her? Der Feind braucht niemals einen Grund, um zu töten und zu zerstören. Doch wenn ich raten sollte, warum sie ausgerechnet hinter mir her sind, würde ich sagen, es ist wegen meines Talents, schnell Nachrichten zu erfahren und zu überbringen. Das könnte bedeuten, dass sie planen, unsere Freunde hier anzugreifen. Die Beorninger und mein Volk in den Wäldern sind in Gefahr. Wir müssen sie warnen. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Wie ich schon sagte, ich habe ein Talent für derlei Dinge. Ich werde dafür sorgen, dass unsere Freunde gewarnt werden. Letztendlich gehört sich das so unter Nachbarn. Ich hörte, dass es im Düsterwald viele Spinnen gibt. Doch so etwas habe ich nicht erwartet. Gibt es hier noch mehr von ihrer Sorte? Das hoffe ich nicht. Das war die Spinnenkönigin Zainatra. Ich habe von meinen Freunden unter den Wesen des Waldes schon viele schreckliche Geschichten über sie gehört. Doch hatte ich bisher nie das Pech, ihr zu begegnen. Ich bin ziemlich überrascht, sie hier zu finden. Nach allem, was man hört, hatte sie ihren Bau in den felsigen Bergen nahe Dol Guldur, weit im Süden. Dol Guldur, diesen Namen habe ich in geflüsterten Sagen gehört. Nach allem, was man weiß, ist es ein Ort des Grauens. Was kannst du mir von ihm berichten? Es ist ein schrecklicher Ort. Eine Festung auf einem kahlen Hügel im Süden des Waldes. In alten Zeiten lebte dort der dunkle Herrscher persönlich. Er wurde dort vor einigen Jahren verjagt, doch es scheint, als sei das Böse wieder nach Dol Guldur zurückgekehrt. Mir wurde gesagt, dass üble Kreaturen vieler Art sich dort versammeln. Roskubel, wo ich normalerweise lebe, liegt ein wenig zu nahe an Dol Guldur, um seine Ruhe zu haben. Also kam ich hierher. Ich habe einige solcher Zufluchtsorte. Man kann nie genug vorbereitet sein, wenn man im Düsterwald liegt. Der ist cool. Aber kenne ich euch? Nein, Radagast. Aber du kennst mich. Ha, junger Beleram. Es ist eine Freude, dich zu sehen. Du bist also auch mit von der Partie? Ein recht gut durchmischter Haufen, oder? Ich sehe Zwerge und Menschen nicht häufig Hand in Hand. Vor allem nicht im Düsterwald. Und nun kommt noch ein Adler dazu. Das ist langsam wirklich zu einem recht außergewöhnlichen Tag, wenn man alles annimmt. Ich bin cool, froh, oder? Dass wir rechtzeitig gekommen sind. Meine Freunde und ich haben eine Mission und kommen dich um Hilfe zu bitten. Wir suchen den Drachen. Und wir haben keine Zeit für eine lange Suche. Uns wurde gesagt, du könntest vielleicht helfen, ihn zu finden. Ihr wollt ja einen Drachen finden? Oh, meine Lieben, ist das wirklich weise? Was, du könntest? Du könntest vergiftet sein. Das Gift der Spinne kann tödlich sein. Wir sollten uns sofort um dich kümmern. Kein Grund zur Sorge. Tatsächlich weiß ich das eine oder andere über Gifte. Zainatras Gift könnte tödlich sein, doch töten solche Kreaturen ihre Opfer in der Regel nicht sofort. Nein, sie ziehen es vor, ihre Mahlzeiten schön lange am Leben zu halten. Wie ein Bauer einen Käse reifen lässt, um seinen Geschmack zu verbessern. Sie hat gerade genug Gift benutzt, um mich ruhig zu stellen. Unsere Mission ist dringlich. Weißt du, wo Urgos zu finden ist? Nun, er ist ein Drache, also würde ich sagen, im Grauen Gebirge? Ich... Ja, das sagten wir ja bereits. Doch weißt du, wo im Grauen Gebirge? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ehrlich. Was? Dann haben wir nur den Wind gejagt? Nicht so schnell. Ich weiß vielleicht nicht, wo Urgos lebt, aber ich könnte es vielleicht herausfinden. Doch ich bräuchte dafür meinen Stab. Und es scheint, als hätte ich ihn irgendwo verlegt. Frag erstmal, ob er wirklich ein Zauberer ist. Ich kenne noch einen anderen deiner Art, Gandalf den Grauen. Du scheinst anders als er zu sein.
Bin ich das? Nun kann nicht ein Mensch anders sein als ein Zweiter. Und doch sind beides Menschen. Ich schätze niemand ist Gandalf wirklich ähnlich. Obwohl ich schon manches Mal das Gefühl hatte, ich sollte ein bisschen mehr wie er sein. In jedem Fall, ich versichere euch, wir sind beides Zauberer, trotz unserer Unterschiede. Was sind Zauberer? Zauberer scheinen Menschen zu sein, und doch leben sie über Jahrhunderte unverändert so wie Elben. Offensichtlich seid ihr keins von beiden. Doch was seid ihr? Woher kommt ihr? Das darf ich nicht offenbaren. Manches muss geheim bleiben. Zumindest für den Moment. Es genügt wohl zu sagen, wir sind. Und nun denkt nicht weiter darüber nach. Wir haben den Stab. Hier ist er. Ich wusste, du würdest ihn brauchen, sobald wir dich getroffen haben. Ah, exzellent. Bist du nicht schlau? Und auf deine eigene Weise gerissen wie ein Fuchs, wie ich sehe. Ich bin dir dankbar. Also ich gebe ihm den Stab. Herausfinden können, oder? Meine Freunde könnten das eine oder andere wissen. Hast du ihm den Stab gegeben oder was hat er mit dem Video bei dir gesagt? Keine Ahnung, habe ich nicht so richtig wirklich drauf geachtet. Hast du über mein Angebot nachgedacht? Was ist laut? Bei mir nicht. Du handelst mit Dingen, die du nicht besitzt, Mensch aus dem Süden. Deine Belohnung werde ich früh genug haben. Überleg dir gut, ob du dieses Angebot ausschlägst, Drache. So mächtig du auch bist, du wärst gut beraten, meinen Herrn nicht zu verärgern. Ich sage nicht, dass ich ablehne. Dass du meine Belohnung erst erwerben musst, bevor du sie mir geben kannst. Eine Formalität. Ich gehe mir jetzt deine Belohnung holen, aber ich lasse einige Männer hier, um deine Antwort abzuwarten. Denke gut nach, aber nicht so lange. Meine Zeit und meine Gedanken sind allein meine Sache. Vorerst. Oh, geile Stimme, kam geil rüber, ey. Aber oh, jetzt muss ich erstmal die Sachen einsammeln, die hier noch rumliegen. Ja, ich auch. So, süß. Schon wieder eine Trophäe. Große und kleine Taten. Hast du die Ohr gekriegt? Naja. Oh, hier ist was zum Plündern. Das war schon, mehr kann ich hier nicht einsammeln? Hier ist auch noch was zum Plündern. Hinten am Arsch von der Spinne. Hier ist auch noch was zum Plündern. Ja, ich sehe, manchmal sehe ich es nicht. Jetzt strahlt er nicht. Das hier ist auch was zum Plündern, warum. Warte, hier. Das strahlt wieder, wenn du dran warst, strahlt es. Ja, wenn du dran warst, strahlt es, und wenn du nicht dran warst und ich finde es erst, strahlt es nicht. Das ist normal.